So, heute Abend wieder regnen, wa? Senpai, I just wanted to remind you that we have practice today. I think we all be playing together, so it should be a lot of fun. Maybe you should drop by the music room after school. Wollt ihr eigentlich was mit Yosuke machen? Kann man nur Mary dazwischen oder der Fuchs halt. Da sind aber tatsächlich Social Links verfügbar. Und trotzdem werde ich wahrscheinlich kämpfen gehen, um Materialien zu sammeln, Geld und Gedöns. Well, hey there, you need some seedlings for your garden. These are the ones I have right now. Doch hier, Tomato Seedlings hätte ich gern wieder. Bei den anderen brauche ich es nicht. So, let's go. Let's get everyone at the food court. Hey guys! So. Und wir machen Enter Alright, let's TV. go! Und werden einfach ein bisschen noch fighten, würde ich sagen. Das wäre so der. 2 hours later. Aber ich würde es für heute erstmal sein lassen. Das heißt, wir nehmen Go Home. Den Dungeon zu liegen. Don't push yourself too hard. Don't return. Achso, Return to the Entrance ist direkt dahin. Dann müssen wir der. So, wir speichern erstmal. Wo wir das irgendwie verlieren. Ask for healing, petted set. He doesn't seem to upset. Yep. Fox gave you a soul drop. Oh, das ist natürlich nett. Das sind 27.000. Ich habe 60.000 aktuell wieder. Puh. Wenn wir noch einen Soul Drop haben. Ja, den heben wir uns fürs nächste Mal auf. Wir gehen raus. Quit exploring. Go back home. Yes. Okay. I'll see you later. Bye bye. So, und heute würde ich immer sagen, oh, wir können was mit Nanako machen. Wir könnten was mit Nanako machen. Nanako ist Nanako. Ach, shit. Nanako immer Rank 3. Ich glaube, heute werde ich mal ausnahmsweise wir nichts mit Nanako machen. Achso, ja, ich darf nichts mehr machen. Dann würde ich mit Nanako machen, weil lesen habe ich auch nicht. Yes. Nanako looks like if she's doing nothing. Since you've been blah, blah, blah. Free duration with Nanako isn't ready to advance yet. Will you spend time with her? Yes. Können eh nicht viel was anderes tun. Achso, wir hätten Midnight TV gucken können. You spend a precious moment with Nanako. You feel your relationship is going to become closer soon. Ich durfte ja nicht mehr rausgehen, weil ich vom TV erschöpft war. Das vergesse ich immer, dass man da gar nichts tun kann. You'll be letting up this morning. Warte immer noch auf Kanji zu recover. Ich speichere nochmal. Ich weiß, ich speichere viel zu häufig in dem Spiel. So. Freitag ist keine Übung. Könnt ihr jetzt noch Social Links stärken? Oder wir gehen noch mal gucken, ob wir Dinge kaufen können. Going to town. Moment, nee. Kann ich noch mal kurz in die Highschool gehen? Ich glaube, heute ist niemand da, ne, zum Reden. Also Yukiko fehlt. Auf jeden Fall. Yusuke war, glaube ich, auch nicht da. Dann könnte man heute auch den Fuchs erledigen. Dann kann ich abends nämlich nochmal in die Stadt gehen, um Sachen zu kaufen. Damit die darf ich immer noch nicht. Ask her out. Staring intently, whatever. You skip after we go somewhere far away. Achso, ja, ich brauche Courage, um Classes zu skippen. Da war was. So. Kann mal gucken, ob Mary wieder bereit ist. Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich ist Mary nicht bereit. Oh, der hat eine Quest von uns. Don't you think that once something written down in the book, it suddenly becomes more meaningful? Even I'm currently practicing something I read in a book a while ago. No, I can't do it at all. Hey you, can I ask you something? Thank you. Then my request is, I was walking along the river and I saw the cutest little cat. It looked like a stray. I wonder if it would eat cat food. I want to give it a good meal. All the books say that you shouldn't feed feral animals, but... Oh, I know. Why don't you do it for me? Okay. Thank God, I leave it to you then. Accepted. Feed quest 20. Feed the cat. Okay, Frage ist, wo ich Katzenfutter herkrieg. Ehrlich gesagt. Da ist die... Ah, das ist die Capsule Machine. Did the rain loosen the dial? By some minor miracle, you can turn the dial. One capsule costs 200 yen and you currently have 60,000. Do you want to spend? Yes. Also gibt's für ein Achievement. Wie ich denn? Hm? Your prize is stuck. Call the lady in Shiroku. Yes. Did you break it? You know, my late husband built these machines himself. For some reason, they only work on days when the weather is nasty, like rain. I remember the rain when he made them. Oops, I'm sorry for such a morbid story. Let me get you your prize, son. I'll just take a second. Obtained ice cube. Sorry for the wait. Take this as a token of my apology. Und zwei Chess Keys. Das verbraucht wieder Zeit. You're back. Ich gehe am Stock. Aber wo braucht denn das Zeit? Das sagt doch. Nein. Ich will nicht wieder reingehen. Ich wollte wirklich... go outside. Und jetzt leave. So, ich kann hier auch direkt zum Schrein gehen. Aber da passiert doch nachts gar nichts, wenn ich beim Schrein bin. Hier ist nichts special. Achso, doch sie, ne? Cooler to celebrate my child's 7th birthday, however, eins mal hangen, kann irgendwo auch shameful. Ach ja, genau, ich brauche Fisch für sie. Da war was. Können wir direkt in den Shopping District gehen. Genau, ich brauche Fisch für sie, das heißt, ich muss aber irgendwo angeln. Ich habe nicht gelernt, wo ich einen Angelhaken herkriege, nach mich der alte Mann fragt. Deswegen. Hilft das nicht so viel. Due to the probability of the rainy day mega beef bowl, we have run out of ingredients. It seems closed for today. Das sagt natürlich. So, habe ich jetzt irgendwie die Sachen gekriegt, die ich brauche zum Waffenkaufen hier bei euch? It's raining today. This weather reminds me of a man I once knew. It was raining on that day too. Oh dear, I'm sad now. Perhaps I should sing something to cheer myself up. Item exchange. Ich kann ein Spike Bat holen, ich kann Inline Skates holen. 71 Festive Fan, 80, 90 ist glaube ich nicht so gut. Geosen Stone, Loose Socks, Bowling Pin, Skull Rod. Euch hat den Yasu Stone, wo auch immer ich den herkriege. Titanium Club. Das sind glaube ich die, die ich gerne haben wollen würde. Flying Disc, Kingu Stone, Duchess. Richtig dick, aber dafür habe ich halt keine. Irgendwie noch Dungeons, glaube ich. Agatsu Xandred habe ich nur einmal. Spring Boots, Happy Maracas, Musashi Ginger. Also das nützt mir alles nicht so richtig viel. Gehen wir mal hier hin. Gibt der uns auch Nachlass? Dachte ich an regnerischen Tagen. Look at the time, I was so passionate about my art, I lost track of the world around me. You came at the right time, damn it, I make an exception and give you a discount tonight. Geil. Oh, die hat sich jetzt schon gekauft. Adios-Shoes sind halt von Damage her viel höher. Yosuke, Kunai, das ist der Spanner halt so viel besser. Warum hat der keine verbesserten Waffen gekriegt? Also wir sollten vielleicht, bevor wir hier irgendwas kaufen wollen, sell all materials. 15.000 Yen. Yes. Your iron lamp is it? You have a quiet moment. Zwei Händler. Close wings. Silk fan. Curious line.
Miori-Shirt. So. Buy Weapon. 108,95. Was bringt der? Plasma Endurance. Ja, nehmen wir. Und den Klinimob verkaufen wir. Yosuke hat immer noch nur einen Kunai. Chie hat die Punk-Shoes. Yukiko hat einen Silk-Fan. Der theoretisch noch mal ein bisschen besser ist. Aber theoretisch soll Yukiko eh andere Dinge tun als zuhauen. Dormammu ist bei Yosuke schon ziemlich dick im Vergleich zu meinen Jingi Fundoshi. Evasion. Let's go. Und da können wir verkaufen. Yukiko, Miori Shirt. Das ist das gleiche. Aber ihr würde ich lieber für die dicke Defense gehen. Wenn sie getroffen wird, haben wir sonst ein Problem. Nichts Neues, was ist das? Increases Max HP by 10%. Increases Max Skill Points by 10%. Das hätte ich, glaube ich, gerne. Yes. No. So, dann liefern wir, dann würde ich sagen, dann arbeiten wir noch ein bisschen, wenn wir jetzt eh nichts anderes zu tun haben. Den Fuchs können wir nachts auch nicht rufen, wa? Ja, direkt X schreien drücken können. Oder können wir den Fuchs abends machen? Manche Social Links kannst du ja abends machen. Jetzt ist übrigens weg. Ah! Doesn't seem to be around, it appears it doesn't come out at night. Maybe you should pray. No. We don't wanna pray. Dann gehen wir halt doch arbeiten. Dann gehen wir, dass das Drehen an der Maschine halt Zeit kostet. Das ist ein bisschen zackig. So. Work. Work, 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 work. Work, 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 work. To work part-time washing dishes. Diligence has increased. Außerdem will ich Courage erhöhen hier. Brave old man. Courage has increased. It's pleasantly spring outside tonight. Just the right amount of rain. Let's see if I can sing a song. The bar owner's happily belting out anchor songs. The seemingly brave old man is enraptured by the hostess singing. It puts him in enough of a good mood that he begins telling you about a heroic episode from his past. Oh, nochmal Courage, nochmal Double Courage hat gekriegt. Geil. 1500 Yen, had enough patrons today, so you received a bonus on top of your pay. 2000 Yen. Wenn ich wirklich 3500 kriege, ist das ziemlich nice. The rain doesn't seem to be letting up this morning. Ging halt immer noch. I don't have country to recover. Wir saven. So, können wir mal das Social Link machen oder sollen wir halt wieder fighten gehen? Achso, ansonsten würde ich den Fuchs machen, glaube ich, wenn heute niemand da ist. Das ist schon, war schon ein ganz guter Hinweis, wenn man den machen kann. Wenn niemand in der Nähe ist, der mit uns was tun will. Am Samstag. Na, dann go into town. Central Shopping District. Boop, 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 boop.
Fuchsi Fuchs, kommen Sie ran. Fuchsi Fuchs. Fuchsi 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 Fuchs, Fuchsi Fuchs, 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 Fuchsi Fuchs, 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 Fuchs. Fuchsi Fuchs. This is Shrine's member. You should report to the fox about making the call the fox. You made sure there was no one around and called for the fox. The fox brought you the ammo with the wish that you fulfilled. It's probably worried about the outcome. You told the fox that you granted the wish written on the ammo. The fox looks exuberant. Wie nice. The fox looks at the effortory box and seems pleased. If rumors of the shrine's benevolence spread, more people may come to make offerings. You can send the fox gratitude. Level up! Hermit rank up. Social link has reached, Chamber Arcana has grown. The inspiration with the fox has grown stronger. It will give you a discount on service in the TV. Nice! You pass some time with the fox. It's getting late. You decided to go home. Okay, aber keine neue Quest von ihm, ne? Vom Füchschen. And now the weather. The week ended on a wet note as rain clouds moved into the area. As a result, a thick fog is expected to form in the Inaba region later tonight. Seemed the fog was set in tonight. Können wir Fernsehen gucken? Wir müssen heute mal Fernsehen gucken. Regnet ja noch. Watch in your room. It's midnight. The fog has set in. Oh, dann ist es zu spät, ne? Dann regnet es nicht mehr. Hab ich's. Jetzt weiß ich was. No one is appearing on the midnight channel. Since Kanji has been rescued, it seems the killer was thwarted this time. Sehr schön. Sicher ist sicher, ne? Ich wollte so nur sicher gehen. Meanwhile at the fog shrouded shopping district. Da ist wieder jemand dort rum. Again. Eine Geistergeschichte. Bestimmt ein Geist, der sein inneres Selbst nicht facen konnte und daran gestorben ist. We have the day off from school today! Weil es Sonntag ist, all you can do now is wait for Kanji to recovery. What should you do today? Kriegen wir das angerufen? That you haven't bought anything from the home shopping program this week. Maybe you should watch it. Which program would you watch? Watch the wealth shopping program. Infectiously cheery song. Hello everyone, welcome to Tanaka's Amazing Commodities! Granter of your desires, this is Tanaka's Amazing Commodities, the mail order television program being broadcast live to you. We guarantee your purchase will meet your satisfaction for a fair market price. Now, let's introduce the products available for these 3 days. It's Jinji Fundonshi. Tie them tight to boost your vitality. Oh my goodness, I can't believe it's wonderful. I'll add slimming food to your Jinji Fundonshi, all for a low price of 11,800 yen. We've got another fantastic product on sale today. Inaba trout, a fresh fish combo. On top of this, I add Amber Seaman number 2 to your Inaba trout for only 2,080. Hallihallo, Chris. Hey, hier sind keine Japanuschlampen, ja? Ich glaube, ich will nichts davon haben. These products are so popular, we can only allow one order per person. Which would you like to purchase today? Wobei doch, ich glaube, die 30.000 habe ich aktuell. Die 11.800 für Jinji Fundonshi sind, glaube ich, trotzdem ein guter Deal am Ende. Weiß nicht, wofür ich die Fische brauche. Ich kaufe mal die Fische, mal sehen, wofür ich Fische brauche. Na Chris, wie geht's dir? Wunderschönen guten Tag.
Wow, we've sold through our entire stock. Thank you all so much for your participation in today's show. Today's sale is over, but you will get another chance for 3 days starting next Sunday. See you next time on this channel. You hear the catchy song again. Guten selbst, mir geht's auch relativ gut. Ich wurde jetzt erst geimpft am Samstag, deswegen habe ich noch ein bisschen. Das bisschen. Die Schulter tut noch ein bisschen weh. Oder fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, besser gesagt. Ansonsten ist es sehr, sehr gut. Ich suche halt gerade einen neuen Job. Ach schon, Schweiz gegen Frankreich. Ja, ich habe es nicht live gesehen, aber ich habe die Highlights gesehen. Das war schon krass. Und es ist von Weltmeister mal wieder typisch. Ich glaube, Frankreich war schon mal Weltmeister, die eben danach total verkackt. Er hat sie nicht total verkackt. Aber gegen Schweiz zu verlieren war jetzt was, was. Er hätte bessere Optionen gegeben. Muss ich mal so sagen. Aber ich hab das Fußballding nicht komplett geguckt. Ich habe nur die Highlights gesehen. Ich habe gestern Abend, war eigentlich die Idee, weswegen ich nicht gestreamt habe. Ich hatte gestern Probearbeiten. Ja, also ich suche gerade einen neuen Job und so. Ich war gestern Probearbeiten und wollte dann abends eigentlich mit Lumi aufnehmen. Und Lumi hat es nicht hingekriegt, das Spiel runterzuladen. Und hat es dann angefangen runterzuladen und gemeint, ja, das dauert noch 2 Stunden. Also so 19:30, wo wir sonst immer so, wo ich so bis 22 ungefähr aufnehmen wollte. Aber so, cool Lumi, danke. Dann haben wir 3,5 Stunden telefoniert und dann bin ich irgendwann schlafen gegangen. Ja, das habe ich gesehen, irgendwie Schweiz geht 1-0 in Führung, dann steht irgendwann 3-1 für Frankreich und dann steht es plötzlich 3-3 am Ende und dann kommt das Elfmeterschießen nach der Verlängerung. Ja, ich habe es gesehen. Das war schon ziemlich insane insgesamt. Ziemlich, ziemlich sehr insane, was da passiert ist. Aber wie gesagt, Highlights habe ich mir angeguckt. So, mit dir können wir nichts tun. Wer ist denn heute? Ich habe nicht mal da einen Überblick. Oh, sie ist wieder da. Sehr schön. The stem is so strong yet supple that there's legend of bandits using this stuff to open locks. The other is Hiranya Cabbage. I got named because of the way the leaves look like something called Hiranyas. Not sure what that means though. But it's very high in nutrition. In fact, it's known as an herbal cure-all. Likes to juice these in a blender and drink them straight up. Me? Well, I'm, you know. In any case, they are great if you're stepping up your garden. Give them a try. These are the ones I have right now. Weed Seedling ist zum Öffnen von Truhen. Dann nehme ich, glaube ich, hier den Cabbage Seedling. Deutschland gegen England. Puh. Das ist jetzt ein tough one. Also es ist wirklich schwierig. Meiner Meinung nach. Das ist wirklich schwierig. Wenn ich danach gehe, wie Deutschland gegen, wie immer das, gegen Portugal gespielt hat, könnten sie es irgendwie 2-0, 3-1 oder sowas schaffen, würde ich sagen. Zu 0 würde ich fast nicht vermuten. Ich vermute allerdings eher, dass wenn Deutschland sich wieder so ein bisschen slacken lässt, weil sie England nicht als richtigen Gegner wahrnehmen. Wobei Portugal haben sie gegen wahrgenommen, waren hart motiviert. Ich weiß nicht. Das hängt halt komplett an der Motivation des Teams gefühlt. Ob die den Gegner ernst nehmen oder nicht. Ob sie sich reinknien oder nicht. Wenn sie sich reinknien, würde ich sagen, Deutschland macht das locker. Wenn sie sich aber nicht reinknien und wieder wie hier gegen Ungarn oder so spielen. Boah. Weil Ungarn nicht so eine super schlechte Mannschaft ist, aber. Ne? Boah, dann würde ich sagen, gewinnt das England. Wahrscheinlich dann irgendwie 2-1 oder sowas, weil. Ja, ich würde sagen, Deutschland geht 1-0 in Führung. Und die feiern sich dann schon, weil sie voll in Führung sind, weil die erste Halbzeit 0-0 geendet hat. Und dann kurz nach der Halbzeitwechsel geht Deutschland 1-0 in Führung. Die feiern sich voll dafür, machen sich dann Lenz und plötzlich steht es 2-1 gegen sie und sie verlieren den Scheiß. Würde ich sagen. Ich würde sagen, erste Halbzeit komplett langweilig und dann drehen beide Teams auf und Deutschland macht ein Tor und lehnt sie danach zurück. Das wäre mal so meine Vermutung. Oh, eine Quest von hier?
been very humid. It's absolutely horrid when you are older. And my daughter's family is getting noisy again, chatting on about how I shouldn't be pushing myself. They look at me with their apologetic faces and say things like, isn't it inconvenient for you at your age? I know I don't have too many years left, but I don't want everybody pity. Jeez, such silly things to worry about. But by the way, I have a small favor to ask you, if that's alright. Gerard, do you come across very many keys? To be honest, I'd like you to search for one, an old key at that. But please don't ask why I need it. There's just something I need to open. Thanks, oh yes, how about something you could never buy with money? I look for it. Well, I know you are not gonna just stumble on a key all of a sudden, but I'm sorry, it bothers me, I can't help it, I'll leave you alone. Hey, wo auch immer ich einen alten Schlüssel herkriegen soll, the fuck? Moment. Could this be the cat you've been talked about, but you don't have any food to give, you need to come prepared. Ich hab doch Essen, aber ich hab kein Katzenfutter, ne? Gib mir den Katzenfutter her in dem Spiel. Und von dir? Hey, listen, how's Nanako doing? I heard about her from my wife. She comes by sometimes on her way to school. She told my wife the cutest thing. Eating out is bad, so I resist. She's a real detective daughter. That kind of discipline is something else. Okay. Das war eigentlich der Typ, der mich letztes Mal gefragt hat, ob ich Katzen mag. Tja, bei dem Altmann ist immer nichts geändert. Der will immer noch einen Fische, einen Angelhaken haben, ey. Wo soll ich den Angelhaken hernehmen, Mann, alter Mann? So eine Kacke. Was sagst du mir? You sure are healthy, young man. Must be nice having all the juice. You just keep running around like you do, Sonny. You'll always be able to stop and stand around later. Leave smelling the roses too when you get to my age. Okay, what the fuck. So, hallo Tinker. Wunderschönen guten Tag. Na, was tippst du für heute Abend? Weil Chris mich das gerade gefragt hat. Kann ich euch mal weitergeben. Wieder mit Bärtchen, ja, mit Bärtchen. Wir können mit Mary ausgehen wieder. Also heute Abend England gegen Deutschland. Ist heute Abend. Noch jemand, der am Rumstehen ist? Oh, da ist noch eine Quest. Quest time it is! There have been a lot of young single mothers coming to Inaba from the city. Did you know? Maybe you didn't. Dojima's son never showed you around the neighborhood, did he? A lot of people have been moving in lately, but they are not all people I'd want to associate with. Ist wieder eine Woche vor mir. Aber Xan, ich bin vielleicht eine Woche vor dir, aber ich bin den gleichen Boss vor dir. Ich warte immer noch auf Kanji, dass er sich recovered. Aber du kannst doch tippen. Ich bin auch nicht. Ich habe nur die Highlights gesehen von der ganzen EM. Ich habe immer nur diese 7 Minuten Sportshow-Zusammenschnitte von den Highlights gesehen. Aber Xan, du hast 20 Stunden in irgendwie 3 Tagen das Spiel gebuttert. Ja, mach mal halblang. Ich bin auf jeden Fall langsamer am Spielen als du. They don't care about their new families. I guess everything I've heard about second wives is true. Quit gossiping about other people. Have some manners. Ah, but everyone knows already, don't they? Ich würde auch mit ihm reden eigentlich, Mädel. Was? Kö. Deutschland? Ich habe noch nie England spielen sehen. Kannst du trotzdem tippen. Vielleicht hast du einfach recht, weil es ein Zufallstreffer ist. Ich hab einen zweiten Spiel schon angefangen, mein Zeitmanagement so scheiße war nach 5 Stunden, aber du hast trotzdem Kanti ja schon gerettet. Also holy shit, Mann. Du spielst auf jeden Fall schnell durch. Hey Youngster, did you catch that thing on the TV? Kid these days, sheesh. I bet the one who went on a rampage was probably that Kanti from Tatsumiya. Simply deplorable. He used to be such a caring boy when he was a child. He doesn't show any sign of stopping, what will you do? Stay and listen. Oh, this worrying about the town really tires me out. At times like this, a sauna would be nice. Yeah, saunas are great. But it's no good if you can't get coal. The problem is, I can't get my hands on any. Aren't there any kind young people who would bring coal to an old man?
old man begins looking around furtively. I understand your concern. Oh, there are a lot of worthless young punks out there, but you, boy, you are different. You can look forward to getting a reward when you bring Koro to me. Accepted quest. Woher weiß denn sowas von Achievements, die da stehen, wenn ich auf Persona klicke, steht da Xan Achievements. Kanji am ersten Tag, als ich konnte, gerettet und hast du vorher schon hochtrainiert, ja. Moment, aber kann ich jetzt mir nicht im Schrein eine neue Quest holen? Für den Fuxi? Hab Yuki schon einen 6er Link. Ach, ist Yuki dein Liebling, ja? Okay, das darf ich mir nicht angucken hier. Das ist das. This is Shrine Man Being, what will you do? Accept the Emma request. You made sure there was no one around called the Fox. Okay, dann müsste aber die Zeit, glaube ich, vergehen, wenn ich einen Fuchs-Caller. Da will Jos und Shi auf 2. Ich glaube, den Dreier-Link ist relativ wichtig, dass die Follow-Up-Attacks machen können. Die sind nämlich ganz schön geil. Also Chi's Follow-Up-Attack ist immer ein Instant-Kill. Das darf sie nicht, oder zumindest aktuell noch ein Instant-Kill, weil die irgendwie 3000 physischen Damage macht. The Fox brought you an Emma. Da kriegst du übrigens... Xan, ich habe Hände besiegt, indem ich... Hatte zwei Hände drin, indem ich eine Hand gekrittet habe, dadurch ist sie hingefallen. Und Shi hat mich gefragt, ob sie die andere Hand Follow-Up killen darf. Und dann habe ich zwei Hände gekillt. Hab ich irgendwie 10.000 Yen für einen Kampf gekriegt. The Fox brought you an Emma with a wish written on it. It's written in thin ladylike handwriting. I want to clear my mind of snacks. I want to hate them. It seems the Fox wanted you to fulfill the wish written on the Emma on its behalf. Could it be thinking that if the wishes are fulfilled, then more or not? If you fulfill the wish, the Emma relationship with the Fox will become closer. Yes. Quest 8. I wish I didn't crave snacks. Yep! The Fox seems happy. Okay. Ich kritte die mit 30 Luck Rampage down und kill sie mit dem All Out. Das ist auch eine Option. Der All Out habe ich auch mitgekriegt, dass der unglaublich viel Damage macht. Aber ich habe noch keinen 30 Luck auf keinem von meinen Leuten. Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. So, wir könnten auch die... Wir könnten auch die Story weitermachen. Oder ich mach mit Mary hier. Mary, hallo Mary. Huh? Oh, you're here. Hey, I have somewhere I want to go today. It seems Mary wants to go somewhere. Spend time with Mary. Yes. Let's go. Let's go. Mary, let's go, take me out. You decided to take Mary out. Hab bisschen Sweeps gechained. Achso. Ja, das hab ich noch nicht verstanden. Central Shopping District. You spend some time having fun with Mary. Closes soon. Oh, Yuki war meine E-Persona wegen dem ganzen Tower Card Level 25. Die Towercards waren die Level-Up-Dinger. Ja, irgendwie habe ich meine Person nicht gelevel-up gekriegt. Wir lesen heute Abend, glaube ich mal. Lange nicht mehr gelesen. Hier, lesen. So, read und hier The Gentle Waver for Courage, ne? Knowledge Expression war das. Ah, dann Knowledge Expression it is. Level 29. Ja, ich bin irgendwie Level 22, Xan. Ist ein bisschen overleveled, mein Guter. Various Judo Techniques are described here, along with the origins of their names and other Judo Trivia. You don't feel any stronger, but you feel that you could teach these forms to someone. There's still some pages left the gentle way you decide to save them for next time. So, ist Kanji irgendwann wieder da? Sweep Chains in HTTP, da ist Kanji. Hi there! Where'd the manners come from? Hatte 40 Sweeps in Folge. Ja, das habe ich nicht geschafft. Ich habe dann irgendwie die Half Geld oder Half XP nicht nehmen wollen. Well, I didn't know you guys were my senpai. Thanks a bunch. Though, I don't really remember what happened. Jeder von den anderen.
There's some things we'd like you to tell us about. First off, who was that boy you met with? I really don't know much about him. Erstmal, sie erschreckt, dass wir wissen, dass sie mit Jungs trifft. I mean, I've only met him twice. Yeah, but you walked home from school with him. What did you guys talk about? Well, he just asked stuff like if anything different happened lately. I don't know where my head was at. When I came to my senses, I blurted out that I wanted to see him again. Wie er rot wird! Oh, nice! To a guy. I don't really get it myself. Ugh, wie geil. Girls are so loud and obnoxious, so, you know, I really don't like dealing with them. Wow, das direkt einfach mal zwei Mädels ins Gesicht sagen, gute Idee. Are a lot more laid back. Gute Idee. So, I started thinking, what if I'm the type who never gets interested in girls? And I couldn't accept that, so I kept spinning around and around in my head. Well, I can understand the part about feeling more relaxed around dudes. Okay. How are you feeling? Have you calmed down? Do you not like girls? How are you feeling? I'm fine now. I mean, it was all in my head when you get down to it. I was the one shutting out that stuff. Hmm. So, our family's run a textile shop for generations. Oh yeah, you already knew that. Das stimmt, das wissen wir bereits durch Yukiko. Nanako hast du auch schon auf 5. Ja, Nanako hat Nanako. Der kann man eigentlich nichts abschlagen, finde ich. Aber soweit bin ich noch nicht. Ich habe alle so ein bisschen hochgezogen. Ich glaube, einen oder... Ich glaube, Yosuke habe ich auf 5. My parents are kind of weird. They say stuff like, dyes are one with the universe. Cloth is alive. Alter, ihre Spiritualität in Klamotten. Yeah, that's the kind of house I grew up in. So I've been interested in sewing and stuff since I was a kid. Ja, und? The second I say stuff like that, people look at me funny. Girls make fun of me, the people in the neighborhood treat me like I'm some zoo animal. So I was sick of everything. Okay, when I got to my senses, I was running wild. Verständlich, dass wenn man in so einer Familie aufwächst und sich deswegen dafür interessiert, weil die Eltern es halt machen, dass man dann abgefuckt ist. Shit, what is with me today? I'm going on and on about myself. Forget all that. Man, I must look really lame right now. Don't act like a big shot. You're really pretty cool. I doubt it. Ja, ist schon ziemlich nice, wenn Leute mit selber reden können. I've never talked about any of this stuff before. Guess I never had anyone to tell it to. I guess I wasn't really afraid of girls. I was just scared of people in general. Das klingt eher nach einer sinnvollen Option. But all that's behind me. Wow, I'm surprised. You're a good kid. don't call me a good kid. No need to get embarrassed. You're a big guy. You can take it. Hey, is there anything you remember after you ran into us the second time? This is einfach. Das ist das Schöne an Anime. Es gibt nur diese Feel-Good-Momente. You know, after you chased us away and said you were gonna take us down. Huh? I went home. I was gonna sleep it off in my room. Wait, I think someone came. Wer? To your house? Who was it? Yeah. Well, it was just a feeling I had. I mean, I don't know if anyone actually came. Other than that, I remember some weird dark entrance thing. Der hilft uns auch nicht weiter, der Typ. When I woke up, I was laid out on the floor of that sauna place. A dark entrance. Could it have been a TV? Huh? Well, now that you mention it, maybe so. Why do you ask? Müssen wir ihm das auch noch zeigen? Oh, no reason. I was just wondering. Müssen wir noch zeigen, wie wir in den TV gehen. Did the police ask you anything? Well, my mom had called the cops to look for me, so they questioned me for a while. Und? I told them exactly what I just told you. And they looked at me like I was crazy. So, like, are you guys playing detective or something?
something like that. Bisschen, nur dass wir die einzigen sind, die von der TV-Welt kennen. Anything I can do to help? If there's some bastard out there who put me through this, I ain't gonna rest until I make him pay. Seriously? Awesome. You'd make a great addition to our team. Level up this investigation team. Of course you can. Forget it. This won't be easy. Of course you can. Thank you, sir. I'll put my life on the line for you guys. Sir, wir sind gleich alt. I'll do my best. Kann ich dazu join your group? You'll definitely be a strong asset in solving the case. Social link. Full investigation team rank up, rank 4. Investigation team social link has reached level 4. Your power to create persona of a full arcana has grown. Well, if we're gonna welcome aboard a new member. Should we take him to our special headquarters? We're still calling it that? Yeah. Der Food Court ist unser special headquarters. What's that? Come on, let's go. Special headquarters. Essensbereich. Futtert einfach mal übel wie weg. You eat a lot. Were you listening to what we were saying? Aber der Fuchs ist nicht da. Well, sure, I was listening. Ah, close your mouth. So, what, so someone's killing people with the TV? What is he, beating them to death? Nope. No, they weren't being beaten with a TV. Were you listening at all? Oh, don't worry. He'll understand once he sees the place with his own eyes. Stimmt. But the way it happened was just the same as with Yukiko. The killer kidnapped him first, then threw him into the TV. Wobei es nicht ganz so klar ist. Yeah, it's scary. Ich glaube, die TV-Seite öffnet sich einfach, wenn du halt so drückt Gefühle hast, die zu weit von deinem normalen Verhalten weg sind. Oder von deinem, was du gerne sein willst, weg sind. That show's been pretty crazy lately, huh? Yeah, I keep wondering who'll show up next. I knew before it came on that he'd be the next one to appear. What's that dude's name? That first year who used to be in a biker gang? Who the hell do you think was next? His name is Kanji Tatsumi. And he wasn't in a biker gang. He's the one who beat the shit out of those leathered up pansies. So who are you dipshits? Oh, wurde direkt sauer, ey. Und wenn wir die Hände uns erzählen können, woher sie wussten, wer da rankommt. Boring. I can't stand it. Sure, they have no idea it's related to the murders, but still, how can they talk about their schoolmate like that? They're like onlookers at a car crash. As long as it's not happening to them, they're dying to see. Ja, die Spanner bei Autounfällen. Damn, this sucks. We don't even know who's gonna be targeted anymore. This case disproved our assumption that all the victims are female. Yep. What was the other thing we thought they had in common? Aber es war immer eine Verbindung zu der, zum Ursprungscase und das Kind dann von der Person. People involved in the initial case about Miss Yamano are the targets. How about that? Nee, die Kinder von denen. I don't think it holds up. Think we're wrong about this one too? I don't know. That announcer was involved with their mothers, not them. Genau. We haven't come up with a reason yet why the killer would target their children. Yep. You guys saying you don't have any clues? Well, listen up, because I got something big. Da bin ich jetzt gespannt. What's that? Huh? Okay, when I made my comeback at school today, there was an annoying brat hanging around. Turns out, he was snooping around about senpais and my disappearance. So I took this from him. Okay. I don't know what the hell this all is, though. And you took it anyway? You took a paper from Kanji. There are several lists. Which one will you read out loud? NK album chart, female announcer ranking, list of TV programs. List of TV programs. Mayumi Yamano, 411. Saki Konishi, 413. What are these dates? Das sind die Midnight-Sachen. Oh, they found the first body on the day school started, so that would have been the 12th. The 11th is the day before that. Yep. I know I can't forget the day Saki-senpai's body was found. That was the 15th. So then what are these dates? And what does list of TV programs mean? What's Saki Konishi April 13th?
Das ist die Midnight-TV-Aufgabe. Ja, ja, die Vorberichte über sie liefen ja die Midnight-Sendungen, Midnight-TV-Sendungen. Day I met her, the day she was on TV, her birthday. I see, yeah, there's no doubt about it. Sind wir alle im Fernsehen? Oh. Warum war denn Saki Senpai im Fernsehen? Oh yeah, I saw that too. They were interviewing her because she found Stimmt. Her first body. Then this part. Mayumi Yamano, April 11th. Is that the day she appeared on TV too? Oh, she was on. I remember now. That ja, was genau. When the affair hit the news. Da hatten sie ein Interview mit ihr. Hey, wait a sec. Yukiko, didn't you get interviewed too? Yup. When did that interview air? I think it was when I was absent from school. It was the day after I met you at the embankment. Yep. I had my kimono on. Do you remember? Yep. I remember. I went shopping that day, so... April 15th. Yep. And right after that, I was kidnapped. Kanji, what about the television special you were on? Oh yeah, that thing. Yosuke damn show made my mom go apeshit on me and... The date, just tell us the date! I don't remember the exact date, but it wasn't too long before I met you guys. It's true then. Everyone was on TV before they disappeared. Deswegen geht's auch um TV. So you think the killer's targeting people he sees on TV? I was so caught up with the news reports about the incidents that I didn't notice at all. Can't be a coincidence, there's no doubt about it. Can't be a coincidence. Das ist eher, was ich sagen würde. Kann kein Zufall sein. Now that I think about it, when the killer failed with Yukiko, they moved to Kanji instead of trying again. Yep. Maybe this being on TV thing is some stupid rule that the killer's following. That's right. The killer could have targeted the same victim again. Mm-hmm. I think there's a definite connection here between the kidnappings and the TV broadcasts. The victims weren't just involved with the first case. They were also shown on the mass media. In dem Newsbereich vor allem. That must be it. In local news. But if so, what's the motive? Why kill someone just because they were on TV? Damn it. Now that I think about it, we haven't gotten anywhere. Why can't I be smarter? Nice, Yosuke. Nice. Dude, why beat yourself up? I think you guys are awesome. I mean, you guys noticed what was happening to me and even risked your lives to stop it. That's more than enough. Ja. You rescued me, too. We may not have solved the mystery, but we've saved two people already. Das stimmt. That's true, but... What's more, everyone's deduction that Kanji-kun might be next was right on the nose. I know! We were so close! Ist Yuki wirklich your favorite character? Find Yuki gar nicht so spannend. Sie ist ganz hübsch gezeichnet, ja. Aber Chie's Follow-up-Attack ist deutlich geiler. Das ist einfach Fakt. You knew before it happened? Damn. I wish you'd guys come a little earlier then. What? Ich bin super früh gekommen. Halt mal den Rand, Kanji. Well, if we know this much, I think we can outsmart the killer next time. Then it's a countdown to their arrest. Na, hoffentlich. Don't forget, it's always possible that Kanji-kun was the last target. Ja, nein. Or so we hope. We've thwarted them twice already. Here's hoping the killers learn their lesson by now. Ja, hoffentlich nicht, weil dann würde es besser werden. The midnight channel like usual when it rains. Okay, dann habe ich jetzt wieder Zeit, bis es rained, Dinge zu tun. The school campout's next week. I hope it doesn't rain. It's for both the first year and second year students, so we'll see you there, Kanji-kun. Okay, wir machen wohl nächste Woche einen Camping-Trip mit der Schule. Bin ich auch gespannt. Seriously? School, huh? What a drag. Jetzt muss ich ja zur Schule gehen, um sie mit uns zu treffen. Awesome. Was denn eigentlich? Mein Bufo macht trotzdem gleich Level 4... Was? Trotz gleichem Level 4 mal so viel Schaden wie das von Chie. Die kann magisch ja gar nichts. Ich fand es bis jetzt okay, aber es stimmt schon. Ich weiß nicht, welchen du jetzt für Eis benutzt. Ich habe aber Jack Frost benutzt und der ist deutlich stärker, das stimmt schon. Gerade weil er auch den Eisboost kriegt relativ früh. Yo, klar, haut er noch mehr rein. I order another grilled steak? I'm gonna finish this one up while the next one's on the grill. We're going Dutch on the meal, right?
Ja, okay, irgendwas, aber du kannst doch schon höhere fusen, als ich, wenn du so ein hohes Level hast. We're gonna finish this one up while the next one's on the grill. We are going Dutch on the meal, right? Das heißt, we are going Dutch. Moment, das muss ich mal kurz nachgucken. Going Dutch. Dutch Angle. Direkt eine Übersetzung habe ich nicht gefunden. Going Dutch. Hier, Going Dutch, Wikipedia. Going Dutch, sometimes written with a lowercase Dutch, is a term that indicates that each person participates in a paid activity covered their own expensive. Ah, okay, jeder bezahlt sein eigenes, okay. Yaxini Level 18 Fuse. Das ist gar nicht so viel. Well, let's get going. I think our new teammate needs to meet Mr. Bear. Yay, Mr. Bear. Huh? What's up? Fine, whatever. I'll go for something cheap like ramen. Hat er so viel Geld, dass er ständig Steak essen kann oder was? Should I get a takoyaki set? Man, I can't decide. Der futtert halt nur. What? Also ich glaube, der Mr. Jack Frost ist, glaube ich, Stufe 17 Use. Oh yeah. Now that you mention it, I kind of remember this thing. Moment, du erinnerst dich an den Bären? Also beim Retten dann, oder? Didn't think it was a bear, though. Hey, why is it a bear? Wissen wir doch nicht. I don't know. Me neither. I've been wondering, too. Aww, Teddy. It's kind of cute. Yep. Mind if I pet you? No touching allowed, mister. Moment, wir haben ihn doch aber schon gepettet. Da war er happy. Hey, don't give me any lip, bear. Ach, geil. By the way, I've been wondering. You were kidnapped too, right, Yukiko-senpai? Huh? Yeah, it wasn't long before you. So, like, that means you came out to everyone too? That's... Yuki durfte doch auch. Stimmt. Aber wahrscheinlich mag der Bär nur Frauen, die ihn anfassen. Ich wollte gerade sagen, irgendjemand hatte den schon gepettet und hat sich gefreut. What was it like for Senpai... Ach, nice. Vor allem war es bei ihr deutlich weniger sexuell angehaucht. Oh, sorry. I didn't mean to hit you so hard. Ich dachte, jetzt sagt sie, I didn't mean to hit you. Du hast ihm gerade vor das Gesicht geschlagen. My jaw. I'll be more gentle next time. Weißt du, ich wollte dich nicht so hart schlagen. Das nächste Mal, wenn ich dich haue, mache ich es ein bisschen sanfter. More gentle? Und er will das auch noch, oder was? Oh, geil. What a pair of dimwits. Oh yeah, here's a present from me, Kanji. It's to celebrate you joining the team. Achso, er kriegt jetzt auch die Brille, die bestimmt nicht haben will. So these are the glasses you guys told me about. Hurry and put them on. Huh? Sure, but hang on, aren't these different from everyone else's? Was kriegt er jetzt? Kriegt er jetzt die Spaßgläser? Es war so klar! Awesome, awesome. Oh, geil. It looks perfect on you. Mal kurz was gucken. Kann ich das im Page speichern? Jawohl, kann ich. Sehr schön. Mal das mal kurz in Paint gespeichert. Damn, dude, it looks great on you. I had a normal pair ready for you, but Yuki-chan insisted on this one. She wouldn't budge. Kann ich dir gleich sagen. Yeah, real funny, you smartass. Oh, das ist kaputt gemacht. Wow. Why are you taking it out on me? Give me that. Can you grab the other pair of glasses that Teddy was holding? Moment, aber das ist doch das gleiche. Hey, das sind doch wieder die gleichen. Ist der doof oder sowas? You took my spare pair. Kanji, you must really like those. Oh, my sides. Oh. This is the real one. It wasn't easy getting it to you. Why the hell did you bother making a spare if it's more useless crap?
Oh, aber er hat Farben an der Seite, ne? Ich hätte gedacht, der ursprüngliche Design war ohne Farben. Jetzt hat er hier so einen leichten Regenbogen an der Brillenseite. Damn it! I'll get you guys for this someday. Alle lachen über Kanji. Oh. Komme ich überhaupt dazu, irgendwie was zu zeigen? You back home. Social Link. So, ich habe logisch Stufe 4 für Investigation. Stufe 5 Yosuke. Stufe 3 Yukiko. Stufe 2 Margaret. Stufe 1 Dojima. Stufe 3 Chi. Chi muss ich auf jeden Fall noch erhöhen. Stufe 3 Nanako, Stufe 2 Hermit, Stufe 4 von den Athleten, was totaler Quatsch ist, weil ich die nie benutzen werde. Stufe 2 junge Mutter, Ayane. Achso, das ist die Band. Ich kann mit Dojima nicht reden, ich habe nicht genug hoch genuges Expression. Und ich bin zum ersten Mal jetzt überhaupt zur Band gegangen, hier der heutigen Stream. Und dann habe ich Stufe 1 Toru und Stufe 4 Mary. Ich habe mir aufgeschrieben, ich wollte erhöhen Investigation Team logischerweise. Yosuke, Chie, Nanako, Mary und dann den Fuchs. Ich habe Mary nur auf 2. Ja, aber ich finde, Mary gibt dir, glaube ich, bessere Karten bei den Sweepboard oder bei den Sachen am Ende am Aussuchen. Seht ihr das? Ich war im TV eigentlich. Chocoflex chilling on the lowest shelf. Eat it. Mm. Stupid really hate you jerk, yeah. Yeah. Hey, the chill chocolate was ridiculously sweet. So. Also mir fehlt meine Expression, aber natürlich, wenn du mit der Band schon mehr gemacht hast, hast du mehr Expression und kannst du mit Dojima mehr reden, aber mir ist Dojima ziemlich egal. Jetzt gerade zum dritten Mal für die Castle Quest. Moment, welche Castle Quest? Oder meinst du, dass du diesen nach Yukiko den Boss da drin nochmal machst? Der scheint ein bisschen zum Abfarmen gedacht zu sein, zumindest. Oh, hier fehlt wieder jemand. Jetzt wieder mal eine Zwischensequenz im Velvet Room. Something is different. Mary is nowhere to be found. Quest 6, 7, 8 und 9. Ich glaube, ich habe nur Quest 8. There's another piece of paper on the floor. Something is written on it in powerful strokes. Fly! Where am I going, you ask? Don't ask stupid questions. I don't need a map. I throw away my compass. My heart will show me the way. I walk by myself. Am I not lonely, you ask? Yeah, right. I scorn the company of my own shadow. Freedom. That is the rule. Why don't you try and hold me down? I will die magnificently in front of you. No one can break my wings. Es ist sehr, sehr negativ und sehr viel. Lass mich in Ruhe, ich will weg von euch. Die Gedichte ergeben im Japanischen Sinn. Im Japanischen ergeben sie wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Sinn. Aber manche Sachen funktionieren ja einfach im Deutschen oder im Englischen nicht. This must be another of Mary's poems. Ah! What is this? Did you read that? You did it again! Why? What the hell is wrong with you? I told you not to read that stuff. That's my rule. I live here. My house. My rules. I hate you, stupid rule breaker. I can't believe this. Mary blushes. I don't understand. I remember putting it away. Mary returns to her seat and fidgets restlessly. So, Utilize skill cards, give skill cards. Terrical Slap, Bufu, Marzio, Padra. So, ich könnte jetzt Marzio zum Beispiel beibringen. Marzio wäre, glaube ich, relativ sinnvoll, damit ich mal noch einen AOE-Elektro auf meinem Main-Dingens habe. Manage Rescue Request, New? Check, also Rescue Log ist hier. Rescue is one. Media hast du noch nicht und Dodge Wind wäre auch nice. Moment.
Media habe ich, Dodgement habe ich, Sonic, ich habe noch einiges unten drunter.